Ich weiß, Hope. Es tut mir leid. Leid. Anubise. Vielleicht sind wir jetzt einfach nochmal so wagemutig. Gehen wir einfach hier nochmal lang. Vielleicht gibt es hier nochmal eben schnell so ein paar Hoplite, die wir irgendwo... Ach, doof. Die gab es ja dann nur in dem... Ich glaube, die gab es ja auch nicht, ne? Hier gab es ja nur diese blöden... Niblets und so weiter. Aber immerhin kommen wir jetzt hier weiter. Gab's ja nur diese blöden Niblets. Und Gremlins. Die ja eigentlich keiner braucht. Ah, guck mal. Licht ist an. Es wird Tag. Es will Tag werden. Brauchten wir die noch? Ich glaube, die brauchten wir nicht mehr, ne? Ist es despawned, das Vieh? Ich glaube schon. Könnt ihr vielleicht noch so ein Hoblit? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel braucht man denn noch? 11? Kann das sein? Musik setzt denn jetzt hier ein? Ich will hier weg. Ich komme hier nicht weg. Ich bin runtergefallen. Ich laufe einfach weiter. Lass mich raten, die Tür da ist wahrscheinlich auch schon wieder zu. Ich springe einfach mal hier oben ein bisschen rum, um zu gucken, ob hier nicht noch irgendwo ein Schatz ist, siehste? Hatte zu finden, um vielleicht noch eine Tafel abzuschließen. Ah, ich glaube, das ist ja jetzt auch nur eine Stunde Ingame-Zeit. Ja, Hope, ich komme bald zurück. Ja. So, ich sehe nichts super dunkel. Aber ich komme hier auch, glaube ich, nur so richtig rauf, ne? Nee. Guck mal, schönes Lagerfeuer gemacht. Wer auch immer das hier war. Da steht ein Gegner. Hilfe. Ich sehe nichts. Ich wollte wegfliehen. Hä? Du bleibst schön da, ne? Hat sich da, glaube ich, festgespawnt. Ja. Nichts weiter zu finden. Warum sagt mir der Spinner Hope denn, dass hier nichts zu finden gibt, obwohl da ein Schatz gibt? Ich soll mich nicht in die Ecken umgucken und so. Ist ja ein Blöder. Langsam mag ich Hope nicht mehr. Da ist doch irgendwas mit. Ist doch irgendwas mit ihm. Ich komme hier nicht hoch. Ich bin ja mal so ein Entdecker, ich weiß. Und da wir gerade irgendwie kaum noch Zeit, haben, irgendwas Sinnvolleres zu machen, kämpfen wir nochmal gegen das Viech hier. Wenn ich denn... Ach, treffe. Mein Gott. Immer schön Zauber und Angriffe. Kakophonie. Warte mal. Habe ich jetzt diesen Trank dabei? Das ist dieser Nektar, ne? Alchemistin Velona rät zur Einnahme bei einer Stoßveränderung. Vielleicht sterben wir jetzt! Was passiert? Irgendwie ist gar nichts passiert, ne? Da ist ja nichts passiert. Vielleicht schaffe ich es nochmal eben, wenn ich diesen Kampf dann irgendwann mal überstanden habe, noch kurz die Zeit anzuhalten.
wollte blocken. Hab's verpasst. Verpeilt. Was auch immer. Die ist echt schnell. Blödes Viech. Blödes Viech. Ja, es ist, hau dir einfach die Hand ins Gesicht. Ich glaube, es wird definitiv nicht besser bei mir werden heute. So, jetzt haben wir es mal geblockt. Sprach er und bemühte sich, besser zu werden. Ja, jetzt heil, du Kackviech. Dann machen wir denn überhaupt keinen Schaden, Junge. So, Kakophonie nochmal. Ha, na endlich. Mal gucken, was jetzt hier gibt. Flüssigglas war das. Nee, nee. Aber Ruinenstufe 2. Nicht schlecht. Jetzt würde ich gerne... Wo bist du denn noch da? Ganz kurz. Mann, Alter, wo ist denn das hier hin? Ach, da ist sie auf einmal. Ich habe vorhin alle Tasten gedrückt, ja? Um die Karte zeigen zu wollen. Und auf einmal geht's. Oder was? Meine Fresse. Ich wollte noch... Oh Gott, der ist da hinten. Da ist das Schlachthaus. Schaffe ich das? Muss schnell sein, ne? Oh, muss echt schnell sein. Vielleicht kriege ich das nochmal hin. Chronostasis war das, ne? Hält vorhin die Zeit an. Versuche ich mal. Ich habe ja noch genug. HP eigentlich, dass ich das schaffen könnte, dahin zu laufen. Muss natürlich dann die sämtlichen Kämpfen aus dem Weg gehen. Und halt ein bisschen aufpassen. Alter, ist er aufgestanden? Ich gucke jetzt nicht. Sah so aus, oder? Fandst du auch? Ich fand das also aus. Nein, 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 nein. Dran vorbei. Du hast mich nicht gesehen. Ich hab mich echt nicht gesehen. Blödes Viech. Ja, auch nochmal danke, Angelika M., für den, einen Kommentar mit der Chronostasis. Ich muss sie häufiger benutzen, definitiv. Vor allen Dingen, wenn wir echt länger kämpfen, dass wir da schneller die, oder öfter die Zeit anhalten, dass wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, ich habe kein Gefühl, wie lange das jetzt hier hält, die Zeit. Aber ich benutze jetzt quasi die Chronostasis für eine Sache, wie man sie eigentlich auch hier benutzen sollte im Spiel. Nur mal eben schnell einen Auftrag zu erledigen. Und nicht einfach nur die Zeit verrinnen zu lassen. Okay, da ist sie vorbei. Dann wollen wir ganz schnell das nochmal machen. Zack. Die Zeit wieder stehen bleibt. Nochmal kurz auf die Karte gelunzt. Ich bin dort. Lauf natürlich in die falsche. Ne, doch. Ich muss da einmal rundherum. Na, na, Kaktusstatue lang. Geradeaus. Kriegen wir hin. Glaube ich, sollten wir doch schaffen, dass wir da ankommen. Die Wirtin gibt mir nochmal eben schnell einen leckeren Goldnektar. Dankeschön. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Ja, und dann, wenn wir dann bei Hope over Arche sind, dann schauen wir uns vielleicht mal eben kurz nochmal an, wie das mit den Anzügen passt. Zwei Mitri-Medaillen, ne? Aber einer sehr viel verloren. Haut ab, ich will euch nicht. Ich will euch nicht. Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. So, hier musste ich lang, definitiv. Schmiede können wir ja auch nochmal kurz gucken. Vielleicht können wir das... Bin ich jetzt schon da, wo ich hin wollte? Eigentlich? Ja, ja, genau. Alchemistin Velno. Ah, there you are. Well, well. Did you drink my nectar? Ja. How did it work? Gar nicht. It didn't. Nothing happened. Bad or good. Interesting. Very, very interesting. It appears that by mixing the poisons, rather than creating a new effect, they simply neutralized each other. Well, it was kind of refreshing, but the effect was pretty subtle. It didn't lift curses or cure wounds. Refreshing?
That would suggest a positive influence on your state of mind, just as I anticipated. I still believe my theory is sound. It is a simple matter of tweaking the ratios of the recipe. I'll make another batch right now. You want me to test it again? Of course I do. An alchemist does not give up the search for truth because of one little setback. No, science must plow forward through stormy seas no matter what, and you will join me on this journey of discovery. There, my new and improved concoction. I believe it will be especially effective in curing the effects of poison. Nectar Mark II. Use it in your next battle and then return and tell me how wonderful it is. Nektar Typ 2, vielleicht gleich mal ausprobieren? Experimenteller Trank, Nektar Typ 2. Teste meinen experimentellen Trank, indem du ihn während des Kampfes einnimmst. Wenn du von der Zustandsveränderung Gift betroffen bist, okay, dann geht's halt nicht. Dieser Trank sollte als Gegengift agieren. Danach möchte ich von den Effekten hören. Toll. Ich dachte. Arena-Mitarbeiter. Wollen wir vielleicht mal... Ach nee, ich kann mich ja nur anmelden, wenn... Ach man, Zeit. Die Zeit. Bla bla bla. Ja, verdammt, was machen wir denn jetzt noch? Kann ich mich von denen vergiften lassen? So absichtlich? Nee, gib mir Rettung. So, jetzt haben wir hier noch einen Sunny-Pudding. Der dunstet ja da schon so ein bisschen Zeug aus, ne? Kann der mich vergiften? Der kann nur hauen. Ich kann auch hauen! Tu doch mal was. Er kann echt nur hauen. Ich würde mich gern von dir vergiften lassen. Hallo, ich mich vergiften lassen von dir. Aber ich glaube, da passiert nichts. Da passiert leider nichts, glaube ich mal. Ja. Und welche? Ich habe auch jetzt keine Ahnung, welche Viecher mich hier vergiften können. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Na gut. Da ist die Zeit. Ich glaube. Ah, Schmiede wollte noch kurz. Ja. Ja, mal gucken. Schwarzer Amboss. Kaufen. Ui. War hier irgendwas toller? Das haben wir ja schon. Heidentum. Den haben wir auch schon. Drachenritter Armschutz. Hier, Alter. Achso. Ist ja auch nur ein Armschutz. Renegade. Das sind ja alles nur Schilder. Siehst du das hier? Boah. Das ist ein Schwert. Du ganz ehrlich, ist mir alles zu teuer. Angriffskraft geht hoch um 150. Max TP wird natürlich gleichbleibend. ATB-Führrad ein bisschen mehr. Das sind die ganz verschiedenen Kostüme. Ja, ich muss, wie gesagt, erstmal gucken. Boah, das ist aber sackig teuer, ey. Ich sage eigentlich noch 20.000, wenn ich das jetzt hier nehmen würde. Scheißegal, ich glaube, das wäre besser gewesen, ne? Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Das wäre echt besser gewesen. Na, ist ja jetzt auch Boogie. Haben wir uns jetzt halt irgendwie viel gekauft. Hier mit dem Laboranten. Das können wir vielleicht eben auch nochmal machen, bevor wir jetzt gleich noch eben in die... Kampfgarnitur hochstufen, samtiger Wächter. Achso. Starkblocken Stufe 2-1. Für 1000 Preis? Hä? Bronze Maleficit? Amazon? Ja. Fertigkeiten?
Ich habe jetzt nur ein so ein Ding. Das heißt, wenn ich den jetzt schon alles verbrate, dann war's das halt, ne? Kann ja auch nichts mehr machen. La 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 la, leichter Hieb, rundfegiger, stark blocken, sanft blocken am Arsch. Was haben wir noch? Verkaufen, Synthese, Fertigkeiten, Kampfgarnituren, Fertigkeiten, hier zwei Sachen aufeinander. Backen, Angriffsstufe. Ah, guck mal. Guck mal. Was passiert, wenn ich den? Fertigkeiten, Stufenpotenzial erreicht, nur passive Fertigkeiten. Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Ich glaube, ich habe da hier schon alles so weit, eigentlich, wie ich's wollte damals schon gemacht, ne? Hier nochmal Rundfeger mit Rundfeger. Fertigkeiten verarbeiten. Achso, sind wir hier die Attacke. Ja, ob das jetzt nun so toll ist, weiß ich nicht. Also hier sind es nur die passiven Fertigkeiten, die dann dazukommen. Du bist Mutstufe 1. Wenn ich die beiden zusammenpacke, passiert so gut wie nix. Haben wir halt was ausgegeben. Nicht? Gut, ich glaube, das können wir uns schenken. Beziehungsweise, wenn ich da ein bisschen mehr Ahnung von hätte, könnte man da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, aber ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht, ich glaube ja nicht. Hier liegt was. Bronzemedaille, aber mir fehlt immer noch diese eine. Dingensbummens, Brosche da. Vielleicht sollte ich mal eben kurz was verkaufen. Wenn ich noch hier so ein paar Sekunden Zeit habe, dann würde ich es gern tun. Ja, Hope, gleich erstmal wieder abgebrochen. Lalala, andere Gegenstände hier. Da, diese. Oh ja, ein bisschen Geld machen hier, guck mal. Die Kristallmedaillen, das ist ja so ein Zeug, was man nicht mehr braucht. Ne, hier, Niblet-Fellknäuel 99. Können wir nicht da den einen scheiß Auftrag jetzt endlich fertig machen? War das nicht so? Da braucht man doch so viel für. Kann man eben nochmal schnell, vielleicht kann man nochmal schnell, ich guck gleich mal was. Ich guck gleich mal was. Ich guck gleich mal was. Hier, Bronzemedaille, kann alles verkauft werden. Vitrilmedaille, alles weg. So, und der Goldstaub. Lol. Ne, das verkaufen wir natürlich nicht. Das ist bestimmt noch für was anderes gut gewesen. Moment. Ja, nee, alles gut. So, warte mal ganz kurz. Ganz kurz nochmal hier die EP-Fähigkeiten. Oh, kostet 3. Scheiße. Uns fehlt echt ein kleiner EP-Punkt. Verdammt. Vielleicht schaffen wir das ja. Vielleicht schaffen wir das ja. Südbahnhof, Nordbahnhof, weiß ich nicht. Wo waren denn die Tafeln? Ich glaube, die waren in jedem Bahnhof, ne? Ich teleportiere uns da mal ganz fix hin. Verlassen vor dem Traumtal, das kennen wir ja schon. So, zack, da sind wir. Das war tatsächlich das Falsche. Aber wir haben hier Gott sei Dank auch Chocopopolina, die wir immer mal schnell ansprechen können. Ich würde gerne hier belagert. Das ist der. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hab sie. Ihr habt sie endlich. 99 Niblets-Fell. Und guck mal, jetzt zerrissenes Leder. 82. Abschließen. Boah, ey. Wenigstens etwas. Ein bisschen G. Angriffskraft plus 2, Magie plus 5. Das ist jetzt nicht viel, Alter. Für so viel Gemache. Na, wieder was Neues. Die ganze Stadt redet von einer tapferen Kämpferin. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich stärker bin als sie. Warum fordere ich dich heraus, unbekannte Fremde? Darum meine ich. War keine Frage. Lass uns beide so viele Leo-Arkais und Gertruden besiegen, wie wir nur können. Daran wird sich zeigen, wer von uns der Bessere ist. Schon wieder?
Schon wieder? Motorspule. Oh, Gertruden, ich mag keine Gertruden. Ich nehme es trotzdem an. Werde ich wahrscheinlich nie auf zu Ende bringen, diesen Auftrag. Aber ist ja egal. So, weltweit Lebenswerk. Noch was Neues. Mein Muskelverstärker wurde mir gestohlen. Wie soll ich ohne die Schwerter für den Orden schmieden? Wie soll ich ohne ihn die Schwerter für den Orden schmieden, mit denen ich beauftragt wurde? Bestimmt war der Dieb einer der Grobiane aus der aus dem Industriegebiet, der für seine Arbeit mehr Kraft wollte. Mehr Kraft wollte. Okay. Tagsüber wird der Verstärker leicht zu finden sein, denn er schaltet sich um 11 Uhr automatisch ein und blinkt bis 16 Uhr. Aber wo? Schreibst du nicht, ne? Warum auch? Gut. Once War with Feeling. Da fehlt uns immer noch ein defektes Gyroskop. Warum auch immer, wo das sein soll, ich weiß es nicht. Der Wunderpinsel. Das habe ich auch noch nicht angenommen. Warum? Dämonsklerite und Sturmdrachendaune. Wieso habe ich die nicht angenommen? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil mir einfach zu Angst war bei Somox besiegen und so. Hehehehe. Ich habe keinen Bock auf Somox. So, da haben wir das Öl. Ja. Würde sagen, der Tag ist leider um. Du kannst keine Eigengegenstände mehr tragen. Wirf etwas weg. Warum das jetzt? Ach. Ich will nichts wegwerfen. Ich will den nehmen. Ja, nimm mal den halt nochmal. Scheißegal. Alles für den Äther. Ja, ich habe ferner Leute im Wunsch erfüllt. Juhu, ich freue mich. Tja, da bleiben uns jetzt quasi nur noch ein paar Minuten. Warte mal. Ach, scheiße. Kann ja nichts. Mir fehlt ein so verkackter EP-Punkt. Sonst wäre ich jetzt eben nochmal zum... Hallo? Ach, schade. Ich wollte nochmal eben hier zum Ausstatter vielleicht noch so ein paar Sachen kaufen. Hä? Egal. Tag 8 ist vorbei. Und was passiert hier? Wir sind zurück auf der Arche. Der Arche Noah. Ah ja, vielleicht kriegen wir das ja. Ein bisschen was haben wir ja eigentlich. Oder? Es tut sich nichts. Es bleibt nur noch ein Tag. Ein Tag bis zum Weltuntergang. Naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja von Snow noch, wenn wir den verprummelt haben, irgendwie. Nice work, Light. Was heißt hier gute Arbeit? Ist nichts passiert, Hope! Junge! So, Seelenräuber. Ein neues Kostüm. Ich muss definitiv mal eben gleich gucken. Gab's hier noch was? Ich sehe nichts. Also das heißt, glaube ich, es gab hier nichts mehr. Schauen wir uns hier eben nochmal ganz kurz an. Kampfgarnituren. Wir schauen uns mal... Ja, was ist denn hier so toll? Kurz durch. Isle Ruin. Bann. Gott. Ich brauche auf jeden Fall... Wir bauen uns jetzt mal einen neuen Verteidiger. Wir bauen uns mal einen neuen... Ignis Fatus? Ignis? Wir bauen uns einen neuen Zauberer und wir bauen uns einen neuen Angreifer, definitiv. Eisfinale, Eho-Finale. Alter! Karton, Stufe 3. Eins von den... Ah, Samurai. Goal. Vielleicht nehmen wir den? Vielleicht. Cyberkriegerin, das ist so geil, Alter. Eine Cyberkriegerin! Primavera, das sind die Sachen, die ich gekauft habe. Oh, Rundumschlag. Hm. Stufe 3, ey. Hm, Seelenräuber. Das ist das Ding, was wir jetzt eben gekriegt haben. Ausweichen. Satz. Was ist denn ein Satz? Ehemaliger Räuberclub. Oh Gott, ich kann mich schon nicht entscheiden.
Ich finde Rundumschlag ziemlich geil, vor allen Dingen Stufe 3. Dann ist hier... Es könnte Verteidiger werden, ne? Könnten Verteidiger werden. Rundumschlag und Fähiger. Pass auf, wir nehmen... Den hier. Ja. Da ist sie echt stark mit. Da ist sie echt stark mit. Wir gucken einfach mal. Ist ja jetzt Wurst. Ja, wir machen uns doch eh was Neues. Von daher ist das doch Wurst. Das Ding nehmen wir, denke ich mal, für nicht diesen. Weil hier wird nur angegriffen. In dem Teil. Daher brauchen wir hier eigentlich nur was, was uns ein bisschen schneller macht. Jedenfalls. Doppelkreuz! Das Doppelkreuz! Blockvermögen 100. Angriffskraft 150 noch dazu. Uiuiuiui. Gut, das ist Blockvermögen, aber nicht so gut, ne? Das Doppelkreuz besser. Alles klar, wir nehmen das Ding hier. Zack. Und dann sind die Dinger hier leider eingeloggt. Kann man nicht auch nicht verschieben, was ich ein bisschen schade finde, aber ist egal. Auf der Taste sind... Gucken wir, ob wir einen schönen Angriff drauflegen können. Ich würde gerne, warte mal, bevor wir hier gleich weitermachen, würde ich gerne... Kann man hier alles rausnehmen, ne? Kann man hier nicht alles rausnehmen? Kann man hier nicht alles rausnehmen? Fähigkeiten? Ich würde hier gern... Ach, das geht hier wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich hier kurz was anlegen. Ach ne, hatte glaube ich irgendwann nur einen Hinweis, ne? Viele wurden von einem Kampfgarnitur entfernt. Rüstung aus der drei Kampfgarnitur komplett aus. Bla bla bla. Wo habe ich es denn entfernt? Hier war das. Samtiger Wächter. Waffe. Schild. Genau. Waffe. Kriegst du erstmal das Ding hier. Das finde ich mal ein bisschen blöd. Ich würde das gerne... Hast du gar nicht Tool löschen. Oh, jetzt mache ich was. Alter. So. Alles auf Null. Lustig. Erstellen. Warte mal ganz kurz. Verwerfen. Ja, ja. Verwerfen. Das löschen wir jetzt auch nochmal kurz weg. Dann fangen wir hier oben an. So. Tun wir das. Wir hatten jetzt eben den Kunoichi. Die nehmen wir. Machen hier mit Waffe Kiko Ichimonji. Dann hatten wir gesagt, dass hier diesen Armschutz. Hauen wir uns den rein. Dann schauen wir hier nochmal den Azizoiris. Wir sind hier, es ist ja unser auf die Mütze Schwerteid. Keine Ahnung, was Schwerteid sein soll. Fechtorgel. Magieresistenz minus 100. Flinkschläger. Physische Angriffskraft plus 15. Das ist, glaube ich, das brauchen wir den auf jeden Fall. Den können wir sogar noch einen zweiten reinmachen. Ja, wir haben nicht so viel. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr kaufen, glaube ich. Dekorage. Physische Resistenz. Scheißegal. So, Dekor. Ach Gott, müssen wir das machen? Muss das sein? Abziehtattoo, Alter, genau. Unter der Hose? Nein. Nein. Schaffnerin-Mütze. Nein. Nein. Wir lassen das. So, hier, jetzt wird's aber wichtig. Wir brauchen, das ist Angreifen. Angreifen. Kraft, weiß ich nicht. Deprotis ist eigentlich auch immer ganz gut, wenn man das mal eben so beim Angriff nimmt. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir schauen. Ich werde wahrscheinlich eh komplett für jetzt so, also komplett über den Haufen haben hier. Was mein Angriffskram angeht. Hier machen wir mal
Können ja immer nicht so viel Zeug mit reinnehmen, ne? La 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 la. Schutzsphäre. Sollen wir das vielleicht mal mit reinnehmen? Dass wir gegebenenfalls uns ein bisschen regenerieren können. Haben wir vielleicht Schutzsphäre schon was anderes? Ne, Vitalsphäre. Halt einmal HP. Schutzsphäre. Mit den Schaden wirksam. Ach, ne, dann hier. Natürlich. Vitalsphäre. Nicht die Sendere-Kram. So. Vitalsphäre. Aber nicht. Was auf Kreis? Da haue ich immer sonst die fiesen Angriff raus, ne? Muss ich wieder mich um. Muss ich mich mehr umgewöhnen. Dass ich hier nur mit. Hä? Warte mal. Was ist denn Kanton überhaupt? Karton. Karton. Ich habe keine Ahnung, was Karton ist. Ach, führt Feuer aus und verursacht physische Attacken. Aha. Führt Eisgar aus. Dann ist das doch hier eigentlich eher unser Zauberer. Blödbacke. So, Feuer Eisgar haben wir. Dann brauchen wir noch was anderes. Feuer Eisgar. Feuer Eisgar. Das Gar ist schon mal sehr gut. Feuer Eisgar. Erogar. Erogar meine ich. Blöb. Dann lassen wir das so. Dann ist das hier nicht unser Angreifer, sondern eher unser Zaubermensch. Angriffsmagie geht hier hoch. Liberator. Schattenjäger. La 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 la. Ja, Blitz weiß ich nicht. Schockvermögen plus 12, bla bla. ATB-Füllrate plus 5. Und hier oben ist auch nochmal Magie 30. Oh Gott, kann ich nicht entscheiden. Entscheide ich jetzt. Ich nehme den roten Blitz. Geht zwar die Angriffskraft wieder ein bisschen runter, aber ist egal. So. Ninja-Seele. Ich würde sagen, man wird sehen. Ne? Das war unser Zauberer, nicht? Genau. Dann. Stellen wir 9. Wir brauchen einen fetten Angriffsmenschen. Seelenräuber. Satz. Ausweichen. Rundumschlag. Ich glaube, das ist hier. Nur Supernova nehmen. Supernova! Da kriegt sie natürlich hier das Kiko. Jetzt haben wir 900. Ja. Mein. Ja, es ist halt nicht so schnell, ich weiß. I know. Kraftnummer plus 100. Sieht man das? So, dann brauchen wir noch ein Accessoire. Jetzt habe ich natürlich. Müsste ich gleich nochmal was ändern. Schwerteid, magische Resistenz. Ja. Und da müsste ich jetzt nochmal. Ah, hier, guck mal. Schwerteid bei der Ausführung physischer Attacken erholt sich der ATB in aktiver Kampfgarnitur um 2. Aha. Aha. Nehmen wir mal. Und. Decourage, denke ich mal. Ist, glaube ich, ganz gut. Dann. Haben wir Ritzrundumschlag dort oben auf Viereck was zum Blocken. Vielleicht. Gift? Wäre auch nicht schlecht, ne? Kackegal. So, dort würde ich gern auch nochmal. Was haben wir denn da jetzt? Vielleicht brauchen wir da mal Angreifstufe. Angreifen, Stufe 2. Mehr habe ich ja noch nicht, ne? Sortieren. Angreifen Stufe 2 habe ich nicht. Muss das so sein? Und hier machen wir. Ich lasse mich wieder hinreißen. Was macht denn Fluch eigentlich? Teilt Magischer und macht das Ziel störanfälliger bei Ausführen seiner Handlung. Okay. Fluch gar. Ja.
Die Gena erteilt magische und schwächte magische Angriffskraft. Fatalkehre. Achso, das war das Ding. Ich hab, du, keine Ahnung, mach rein da den Kram. Ich werde eh total jetzt alles über den Haufen geworfen haben hier. Was mein Stand angeht. Hä? Achso, das war jetzt Angriff, ne? Genau. Supernova. Dann brauchen wir noch Verteidiger. Fast wäre es mir nicht eingefallen. Ausweichen, Stufe 2 und Satz. Diebesseele bei ATB-Fehlrate steigt um 35. Das Schockvermögen steigt um 5. Und Umfege, Bann, Blocken, Stufe 2. Das ist sie. Ja. So, dann machen wir das halt hier. La 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 la. Schlechter des Gläubigen. Mhm. So. Dann, 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 dann. 6700 TP, natürlich eine Menge, ne? Aber ist nicht so schnell. Aber das ist ja auch jetzt nur so ein paar Punkte. Egal. So, liebster. Wo war denn hier der Starkblock? So. Sanfte Block, bla, Starkblock Stufe 1. Haben wir denn nicht schon ein bisschen höher? Ne, aber nicht. Toll. Ist dann Blocken nicht fast besser als Starkblocken? Das hauen wir rein. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Angriff. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ruin. Ruin Stufe 2. Da hat Magieschaden, ne? Ach, ich weiß nicht. Ist er ja. Wir werden sehen. Entweder passt es oder es passt halt nicht. Ist mir jetzt gerade echt boogie. Genau, das Wolfsemblem. Das muss, glaube ich, nochmal ändern gerade gleich. Wir bauen hier. Schwere Geschütze. Senkt die nötige Anzahl der Serienangriffe bis zu einem Combo-Endmanöver. Senkt aber die ATP-Füllrate. Mhm. Oh Gott. Sind halt immer so Sachen, wo man sich so, ja, nimmt man es jetzt oder nimmt man es nicht? Klingt toll, aber klingt auch irgendwo kacke. Verteidiger Stufe 1. Angriffszauber. Fuß 15. Es ist egal. So. Magieresistenz plus 10. Shit, Regal. Ja. Dann haben wir das erstmal. Ah. Tja. Ob ich mir damit jetzt einen Gefallen getan habe, weiß ich nicht. Wir werden es, denke ich, sehen. So, das ist mein Startkostüm. Ah, gut.